Ja, es ist in der Tat erschütternd, das aus dem Hubschrauber sehen zu können. Es ist ein sehr unwegsames Gelände, was nur für heute auch mit dem Hubschrauber ermöglicht war, letztendlich zu sehen. Sehr kleinteilige Trümmerteile, die auf die große Energie schließen lassen, mit der das Flugzeug aufgeschlagen ist. Und ich glaube, das verstärkt nochmal auch den Schock, darf ich sagen, die Trauer, die wir alle hier empfinden bei Lufthansa über das, was da heute passiert ist. Wir haben das erste Mal in der Geschichte, in der 60-jährigen Geschichte unseres Unternehmens, ein Flugzeug im Reiseflug verloren. Und das muss, glaube ich, erstmal verarbeitet werden. Da geht es aber weniger um mich, sondern vielmehr um die Helfer vor Ort, die auf mich einen sehr professionellen Eindruck gemacht haben und auch die Zusammenarbeit, die ich erleben durfte zwischen den deutschen Behörden, den französischen Behörden, den Mitarbeitern von Airbus, unsere eigenen Mitarbeiter, die wir hinschicken werden. Das, glaube ich, ist die Kompetenz vor Ort, die man da braucht. Und ich glaube, viel wichtiger ist heute auch erstmal jetzt in den Gedanken bei denjenigen zu sein, die heute Menschen verloren haben. Und das tun wir hier. Wir trauern erstmal mit den Angehörigen unserer Passagiere und den Angehörigen unserer Crew. Und wir werden dann in der Sorgfalt, die es gebietet, herausfinden, wie es zu dem schrecklichen Absturz kommen konnte. Nun, ich habe Verständnis dafür, dass wir natürlich auch Crews gerade bei Germanwings haben, die einzelne Crewmitglieder kannten, mit denen schon geflogen sind. Und das geht uns alle in Mark und Bein, was da heute passiert ist. Deswegen habe ich Verständnis, wenn sich Kolleginnen und Kollegen für morgen nicht fit genug fühlen, zu fliegen. Es ist jetzt auch nicht meine oberste Priorität, dass jeder Flug morgen stattfinden muss. Wichtig ist, dass wir das alle jetzt gemeinsam verarbeiten. Und das steht für mich im Vordergrund.